Hallo und gestern zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. Und ich habe mir gedacht, ich begrüße euch mal aus der Übersicht, dass man mal schön sieht, was wir bisher geschafft haben und vielleicht ich auch gleich zeigen kann, was ich in eurer Abwesenheit umgebaut habe oder angepasst habe. Das ist nämlich einiges. Wo fangen wir denn an? Ganz links würde ich sagen, Western-Bereich, ja genau. Science-Fiction-Bereich, so. Da nämlich habe ich die Strecke ein bisschen nach innen gezogen, damit ich hier schön vorbereitet bin für die passende Station. Die ist ja auch so designt, dass der Weg drunter durchführt. Und vorher war es ja so über den Weg, also so soll es jetzt passen. Dann habe ich hier ein bisschen aufgeräumt, einfach weggelöscht, was nicht mehr hingehört. Ein paar Wege verlegt und so weiter und so fort. Und den Western-Bereich, da habe ich mich sehr bemüht, den so weit zu bekommen, dass wir jetzt nur noch ein bisschen dekorieren müssen und den dann mal ein bisschen hinter uns lassen können. Nämlich habe ich die, wie ihr seht, Zugstrecke fertig gebaut. Die ist noch im Probebetrieb, können wir dann eröffnen. Und ich bin auch dem Wunsch nachgekommen, und das habe ich mir auch schon nach der Aufnahme gleich gedacht, dass ich hier die Station drehe. Das heißt, man steigt jetzt so aus, dass man direkt in den Western-Bereich reingeht. Das sollte jetzt auch passen. Ja, da gibt es auch einen Bahnhof, den habe ich einfach kopiert von da drüben, also das ist der gleiche. Und das, glaube ich, war's. Nein, nicht ganz. Ich habe auch Tunnelportale entworfen. Also ich habe jetzt die aus Backstein gebaut. Ja, ist okay, würde ich sagen. Also nicht traumhaft schön, aber alles, was ich durchprobiert habe, hat mir noch weniger gefallen. Also das werden wir für den Moment jetzt so lassen, würde ich sagen. Gut, nachdem es an manchen Stellen noch sehr, sehr dunkel ist, schaut ja nachts ziemlich cool aus. Super. Nachdem es an manchen Stellen noch sehr, sehr dunkel ist, werden wir noch ein bisschen nachdekorieren und uns überlegen, was wir jetzt hier noch machen müssen. Ich glaube, wir haben nicht mehr allzu viel an Attraktionen, die im Western-Bereich passend wären. Da können wir nachher noch kurz durchschauen. So, hier habe ich schon ein bisschen vorbereitet, weil ich gedacht habe, den Weg, den ziehe ich dann da runter. Und da werden wir wieder mal so ein bisschen den Zufallsgenerator spielen lassen mit der Beleuchtung. Ich glaube, hier wird es auch noch ein bisschen mehr vertragen, beziehungsweise müssen wir sie noch korrigieren, sehe ich gerade. Das ist noch vom Weg, der nur eins breit war. Was ich vergessen habe, fällt mir jetzt gerade ein, ist darunter das zu korrigieren. Das passt noch nicht ganz, aber ich würde sagen, das ist jetzt nicht so stressig. Ja, dann sollte das jetzt passen. Dann werden wir noch brauchen ein paar Bänkchen und Mülleimer. Da haben wir ja immer noch nichts Passendes für den Western-Bereich. Dann bleiben wir bei den Holzbänken. Aber nach wie vor muss ich sagen, die gefallen mir eigentlich sehr gut. Es gibt ja, glaube ich, dann nur noch die Western-Radbänke, oder wie die heißen. So, hier vielleicht bei der Station ein paar mehr. Ja, dann hoffen wir mal, dass bald möglichst hier viele Besucher in den Western-Bereich kommen. Erfüllt sich langsam. Bin ich eigentlich relativ zufrieden. Könnte natürlich noch ein bisschen mehr sein, keine Frage. So, Mülleimer habe ich jetzt überhaupt nicht im Überblick, wie viel wir da aufgestellt haben. Ich platziere jetzt einfach ein paar. Die passen zwar überhaupt nicht rein im Moment, aber bevor der Müll jetzt da komplett in der Gegend rumliegt, lieber dabei in unpassende Mülleimer rein. So, dann werden wir auch gleich sehen, ob die Schranken passend schließen. Offensichtlich habe ich da einen vergessen. Der geht nicht runter, okay. Dann mache ich den gleich noch. Ja, und die Bahn kann man durchaus öffnen. So, hat er das jetzt? Ja, jetzt hat er das. Die eröffnen wir direkt, warum nicht? Ich habe jetzt gar nichts Besonderes eingestellt. Es fahren einfach drei Bahnen im Moment mit den Standard-Wartezeiten. Nichts Besonderes. Mal schauen, wie sich das macht. Und wenn die Leute hier Schlange stehen, können wir ja mehr auf die Gleise setzen. Das werden wir noch sehen. Okay, und dann wäre, glaube ich, noch angesagt, hier ein bisschen richtige Western-Deko.
Ich würde sagen, wir dürfen nicht vergessen, wir bauen hier noch einiges an Attraktionen. Das heißt, die Bereiche, die jetzt so leer noch sind, die werde ich jetzt nicht komplett auffüllen, sondern darauf warten, dass wir hier noch was bauen und dann werden wir uns entscheiden, wie wir das auffüllen. Für den Moment, dass einfach ein bisschen was da wächst. So, wir haben eh einiges an Kakteen mittlerweile. Sehr schön. So. Und eventuell noch der ein oder andere Zaun. So, da hinten, da stehen noch Bäume. Ich weiß nicht, gehören die jetzt zum Hotel? Zum Kino. Bin mir gar nicht mal sicher, ob die beim Kino dabei waren. Ich lasse sie mal für den Moment. So, auch ein bisschen was mehr. Und Western-Hecken. Wo braucht man denn Western-Hecken? Übertreiben will ich es nicht. Da lieber schauen, ob wir noch ein paar Zäune oder ähnliches bauen können. Da vielleicht macht es sich halbwegs nett. Für die Leute, die auf die Krankenstation wollen. Oder beziehungsweise falls sie sich hier an den stacheligen Hecken verletzen. Die Krankenstation ist eh gleich nebenan. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, schauen wir noch schnell, was uns an Attraktionen fehlt. Ich habe vorher schon kurz reingeschaut und festgestellt, es sollte theoretisch nur mehr der Rodeo-Stier sein und na, wo haben wir sie? Das Buffalo-Karussell, das haben wir. Genau, das Western-Rad. Das wird sich eigentlich da hinten ganz gut machen, finde ich. Ja. Können wir eine recht kurze Anstehreihe machen. Warum nicht? So, das wollte ich nicht löschen. Okay, das kann auch weg, was immer das war. Und, ja, Rodeo-Stier. Müssen wir uns überlegen. Hier sollte noch ein Häuschen her, würde ich sagen. Bekommen wir denn da irgendwo unter? Wir können sie mal probieren. Und ihr seht, glaube ich, auch, naja, fast ein bisschen zu hingequetscht. Da werden wir uns eher mit Deko behelfen. Und wir verlegen die Gleise dann noch ein Stückchen. Das können wir da hinten auch anfangen, mal ein bisschen aufzufüllen. Ihr seht, glaube ich, auch, was wollte ich jetzt sagen? Achso, genau, dass ich ein bisschen Grund dazu gekauft habe. Das heißt, hier ist jetzt auch alles in unserem Besitz. Deswegen schaut es mit dem Kontostand auch ein bisschen schlechter aus. Also wir haben überhaupt nichts an Reserve. Momentan gerade alles Schulden. Können wir aber gerne ein bisschen was zurückzahlen. Perfekt. Okay, unser Western-Bereich. Ich bin zufrieden. Ja, jetzt sieht man eben die Bahnen. Die sind nicht mehr ganz so gut sortiert sozusagen. Ich würde meinen, das bessern wir nochmal aus. Und zwar stellen wir es, glaube ich, auf eine fixe Wartezeit ein. Ich glaube, das geht so, oder? 60-60, dann theoretisch sollte einfach 60 Sekunden warten, kann das sein? Ich hoffe. Fix 60 Sekunden, okay. Gut, da fehlt auch noch die Beleuchtung. Da werden wir schnell noch eine hinmachen, weil ganz im Dunkeln ist da auch nicht fein raufgehen. Und bis zum nächsten Mal habe ich mir vorgenommen, ich werde mal ein bisschen durchschauen, was es so für Mods noch gibt, die ich gern ein bisschen verwenden würde. Weil zum Beispiel, was ich ganz nett finde, so Müll müssen wir uns dann gleich noch kümmern, ist, man sieht hier ja zum Teil, es gibt so, ja, Café-Kits, also wo man ein
Restaurant, Café bauen kann. Sehr, sehr nett. Dann eben für verschiedene Bänkchen, dass man da mal ein bisschen duschen. Eventuell können wir ja irgendwo noch einen Park hinbauen. So mit einem schönen Springbrunnen, wie er da draußen steht. Irgendwas hier, irgendwas Größeres. Apropos, da gehört noch leicht korrigiert. Und zwar normales Grün kommt da hin. Muss ich aufpassen, dass ich den Spielplatz nicht erwische. So, jetzt sollte es, glaube ich, halbwegs passen. Hier ist dann der Gruselbereich. Und da könnte man eigentlich jetzt mal vorbeischauen, wenn wir schon gerade da herunten sind. Da haben wir jetzt wieder einiges an Platz dazu gewonnen. Werfen wir mal einen Blick da rein in die Attraktionen, was es für Grusel so gibt. Monsterbahn, die haben wir noch nicht. Geisterhaus haben wir, Gruselrad haben wir, Spiegellabyrinth haben wir auch. Und den Galgenschwung und den Spinnentopspin haben wir auch. Ja, Monsterbahn, wenn uns die schon fehlt, dann bauen wir die doch glatt. Die würde ich eigentlich hier irgendwie ganz gut machen. Und zwar schauen wir, dass wir mit einem kleinen Weg dann da hinten wieder raufkommen. War das das Richtige? Haben wir da Blatt verwendet? Ich glaube ja. So, schauen wir uns das mal an. Dann bekommen wir hier vielleicht auch noch was unter, eine Kleinigkeit. Ja, und das ist natürlich die Frage, wie löse ich das ganze Thema Dekorieren der einzelnen Attraktionen. Da sind wir auch schön hinten nach, vor allem mit denen hier, die da im allgemeinen Bereich stehen. Da schaut es mit Deko ganz, ganz dünn aus. Da müssen wir uns unbedingt kümmern. Ah, was mir gerade einfällt, ich habe noch ein paar Stützen entfernt. Also da hinten, wie man sieht, sind jetzt weniger. Es macht, glaube ich, nur Sinn, dass in den Bereichen zu erledigen, wo bereits voll bebaut ist, zum Beispiel hier jetzt anfangen, Stützen entfernen, wo noch keine Attraktionen, keine Wege dastehen, bringt, glaube ich, relativ wenig. Gut. Und, genau, weil wir da auch gerade dran sind, so jetzt ruckelt es gerade ein bisschen unangenehm, hofft, das kriegt sich wieder ein. Achterbahn für den Science-Fiction-Bereich würde ich gerne machen. Ich habe ein bisschen durchgeschaut, das wäre dann was für die nächste Folge, dass ich die live baue. Und zwar hätte ich gerne, wo haben wir sie denn? Wenn ich den Namen wieder sehe, dann weiß ich es hoffentlich. Linearmotor-Achterbahn, genau die, weil da gibt es schöne Designs, also sowas wie hier, recht simpel und kompakt, einfach rausschießen über irgendeine spektakuläre Kurve und dann das Ganze wieder retour. Also so eine möchte ich gerne bauen. Da überlege ich mir aber noch was Besonderes, wie ich die schön hier integrieren kann. Und die zweite ist jetzt die Frage, wo haben wir sie denn? Habe ich mir überlegt, zumindest mal anzuschauen. Ja, jetzt finde ich sie, glaube ich, nicht mehr. Irgendwas mit multidimensional oder wie das hieß. Mehrdimensionale Achterbahn, genau. Die wollte ich mir zumindest mal anschauen. Klingt sehr spektakulär für den Science-Fiction-Bereich. Und es geht eine Menge anderer Bahnen mittlerweile auch, die natürlich toll wären, passend wären. Also da gibt es super viel Auswahl. Ich werde mir da ein bisschen das Ganze noch genauer durchschauen, aber wie gesagt, die Linearmotor-Achterbahn, da möchte ich mal nächstes Mal auf jeden Fall eine bauen. Und entsprechend könnte man jetzt eigentlich auch wieder die Forschung anpassen. Weil ich würde sagen, Achterbahn müssen wir gerade gar nichts forschen. Lieber, ja, ist eh eigentlich relativ gut eingestellt. Das verteilen wir mal ungefähr gleich. Transportbahn brauchen wir auch keine. Andere Bahnattraktion brauchen wir dann auch nichts. Szenerie, Wege, Läden, Einrichtungen. Ja, passt. Okay, und auch jemand hat gemeint, gleich jetzt die abreißen und neu bauen. Braucht es vielleicht auch nicht, würde genügen,
das Intervall zu verringern. Hier sind wir schon auf 20 Minuten, da sind wir noch auf 30. Wir können ja mal schauen, immer wenn hier eine Meldung kommt, irgendwas ist immer noch kaputt. Das wollte ich gerade sagen, Western WC, das gibt es eigentlich schon, das gibt es noch nicht so lange, dass es schon direkt kaputt sein müsste. Aber das liegt vermutlich auch ein bisschen daran, dass wir längst schon wieder Reinigungskräfte und vor allem auch Mechaniker brauchen. Wobei Reinigungskräfte, ich so viel an Wegen haben wir jetzt gar nicht dazu gebaut, müssen wir nur eventuell schauen, ob ich irgendwelche verlegt habe, also von einer Stelle zur anderen. Wir könnten natürlich auch mal Folgendes machen. Ich glaube, das wäre auch nicht die schlechteste Idee, wenn wir so langsam anfangen, die Mechaniker auch für einen gewissen Bereich einzuteilen. So wie hier, Mechaniker Nummer 11. Da könnten wir mal ganz grob einstellen, dass sich der einfach um den Western-Bereich mal kümmert. Das heißt, er ist zumindest hier irgendwo in der Nähe. Und dann können wir die ja auch ein bisschen so einteilen. Gut, zu Geld kommen wir auch. Das sind gute Nachrichten. Besucher haben wir auch fast schon 2.500. Nicht schlecht. Ja, Mechaniker einteilen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Idee. Das werden wir machen, nach und nach. Für die ganzen Bereiche. Okay, Grusel heißt, haben wir in dem Fall jetzt auch keine Attraktionen mehr. Wie schaut es dann mit Beleuchtung aus? Müsste man eigentlich auch noch ein bisschen nachlegen. Das machen wir glatt. Dann haben wir in diesem Falle vielleicht... Achso, da haben wir auch noch keine passenden Lampen. Haben wir in diesem Falle zwar nur viel dekoriert, aber ich glaube... Haben wir die hier genommen? Ja. Ich glaube, dafür schaut der Park mittlerweile ganz ordentlich aus. Was ich auch super finde. Haben wir langsam alle Baustellen aus dem Weg geräumt. So, da werden wir auch noch ein bisschen umbauen. Eben da zum Beispiel kann ich mir gut vorstellen, dass ich, da habe ich ein bisschen die Wege angepasst, dass da jetzt zum Beispiel deswegen Müll liegt. Weil es einfach so, da stimmt jetzt irgendwas gar nicht. Weil hier einfach niemand eingeteilt ist. Egal, müssen wir nicht gleich reparieren. Ein paar kleine Sachen dürfen ja noch offen bleiben, so ist es ja nicht. So, den Weg darüber werden wir noch beleuchten. Nachdem da schon ein paar Leute unterwegs sind. Im Gruselbereich so viele Lampen aufzustellen, ist eigentlich fast sogar ein bisschen kontraproduktiv, aber egal. Werden wir schon noch schaffen, das irgendwie gruselig hinzubekommen. Ja, hier fehlt es eh noch an Gruseldeko. Aber zumindest mal beleuchtet. Was ich eigentlich noch schauen wollte, ist, haben wir noch Science-Fiction-Einrichtungen, die wir bauen könnten. Die fliegen unter das und die stehen hier. Space Mission ist, glaube ich, das Ding da, oder? Genau, und wir haben die Laserschlacht. Na, da ist einiges dazugekommen. Das heißt, den Science-Fiction-Bereich könnte man ausbauen. Was im Moment ein bisschen fehlt, kommt mir vor, sind aufregende Fahrten. Vielleicht werden wir in dem Falle die Forschung dann doch nochmal anpassen und uns auf aufregende Fahrten konzentrieren eine Zeit lang. Okay, passt. Wie schaut es hier jetzt aus mit unserem Besitz? Ein bisschen Platz wäre noch, aber nicht mehr allzu viel. Kaufen wir noch etwas dazu. Dann haben wir hier noch eine Kleinigkeit Platz. Und zwar... Was würden da gut hinpassen? Schwerelos-Trampolin. Da können wir natürlich auch noch ein bisschen bauen. Da geht schon leider so ein bisschen den Hügel rauf. Dann werden wir den Bereich eher für die Achterbahn reservieren.
Ja, machen wir das so. Dann dehnen wir uns lieber dann nach links aus, bis wir hier beim Swimmingpool anstoßen. Ist auch okay. Okay, jetzt geht uns natürlich ein bisschen das Geld aus für die Sachen. Dann werden wir gleich nochmal Kredit aufnehmen. So, dann haben wir noch ein bisschen was Platz. Und zwar, was haben wir gesagt? Das Schwerelos-Trampolin. Da können wir ja probieren, ob wir es hier schaffen, so einen netten gemeinsamen Eingang hinzubekommen für beide. Mal überlegen. Ja, mal schauen. Das wäre eigentlich noch eine nette Abschlussarbeit sozusagen. Dass wir das noch versuchen. Falls ich übrigens irgendwo vergessen habe, die Preise auf Null zu stellen, bitte sehr, sehr gerne mich darauf hinweisen. So. Lässt sich das irgendwie machen? Was haben wir denn zur Verfügung? An Science-Fiction-Deko. Science-Fiction-Wände. Okay, das ist schon mal ein guter Start. Ah, das war nur so wenig. Mal ein bisschen da durchschauen. Glas. Puh. Da sind ja ein paar Teile drin. Ganz schön umfangreich. Naja, da lässt sich sicher was machen, aber im Moment wäre mir lieber ein bisschen was mit weniger Auswahl. Die Hydrokultur. Stahlgebäude. Mit dem könnte man was probieren. Einfach mal ganz was Einfaches. Das sind eh Außenwände, oder? Oder sind das Innenwände? Naja, kommt drauf an, von welcher Seite man es hübsch haben will. Schwer zu sagen. So, mit Fenster, mit Tür. Das soll eine Tür sein? Okay. Ah, brauchen wir vielleicht noch. Da wäre ganz passend jetzt nochmal der berühmte. Versehentlich da gebaut, unter Anführungszeichen Cheat. So. Dann versuchen wir es nochmal. Das Ding hier kommt schon mal weg. Ah, Kurven wollte ich natürlich auch einbauen. Ecke mit Fenster. Okay, jetzt sieht man wirklich, wo innen und wo außen ist. Das heißt, wir müssen es doch umkehren. Sonst passt da gar nichts zusammen. Ja, Zeit wäre eigentlich vorbei. Ich würde sagen, das baue ich jetzt noch fertig, soweit man davon von Bauen sprechen kann. Bei dem, was ich da aufführe. Also, da wollte ich eigentlich eine Tür. Okay, und wie schaut es jetzt aus? Gebogene Dachecke. Tja, die würden dann so hingehören, oder wie? Oder wie sehe ich das? Okay, dann gehört das doch umgekehrt. Na, sowas gibt's ja nicht. Ha. Okay, ich hoffe, ich spanne eure Geduld da jetzt nicht zu sehr auf die Folter. Lege mir fern, deswegen baue ich es jetzt alles nur mal mit den gleichen Elementen und verhübsche das dann später. Weil ich möchte einfach probieren, ob ich hier noch irgendwie das Dach hinbekomme. Irgendwie das noch einbauen. Da geht es leider nicht hin. Schade, sonst hätte man da hinten so ein schönes Gebäude noch aufziehen können.
Okay. Na gut. Dann werden wir uns das da vorne mal anschauen, ob wir da zumindest mal irgendwas hinbekommen. Muss ich ein bisschen experimentieren. Gibt es irgendwelche Elemente, die da reinpassen? Ich hoffe. Ah, ich sehe schon. Das wird dann doch was für Offscreen. Na. Da haben wir, glaube ich, zu wenig Bauteile, die da wirklich passen. Okay, dann lassen wir es gut sein an der Stelle. Dann baue ich da ein nettes Häuschen hin bis zum nächsten Mal. Ich werde es zumindest versuchen. So, schaut es doch nicht wirklich sehr gut aus. Dafür wisst ihr was, was wir noch schnell erledigen könnten. Ah, nein, das geht nicht. Ich wollte gerade die Station hier noch bauen, aber die habe ich noch nicht kopiert. Das muss ich erst machen aus der Vorlage. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir es dort, wo wir angefangen haben. Hier in der Übersicht mit unglaublich lauter Musik. Unser aktueller Park. Nicht schlecht, ich bin mal zufrieden. Muss ich mir überlegen, was ich nächstes Mal dann mache. Ich glaube, ich werde im Science-Fiction-Bereich jetzt bleiben, den ein bisschen ausbauen, die Achterbahn dorthin zaubern. Die Station müssen wir hier noch machen, also ist eh genug Arbeit. Und nicht zuletzt hier ein bisschen dekorieren und dann werden wir schauen, sobald wir wieder Western-Gebäude haben, können wir gerne in den Western-Bereich zurückkehren und dort noch ein paar Häuser bauen für die Western-Stadt, also hier für den inneren Bereich. Da brauchen wir hier noch eine Menge Häuser. Ja, schaut so aus, es wäre hier ein bisschen mehr los. Inzwischen fährt auch jemand mit der Bahn. Ich hoffe mal. Wo sehe ich denn das? Wo sieht man das? 6 Personen auf der Bahn. Naja, immerhin, ein paar fahren damit. Ist ja schon mal was. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank. Und baba.